Also erstmal was zum Wärmen. Es ist wieder am Regnen die ganze Zeit. Wir haben Top-Wetter. Wenn man auf jeden Fall alleine sein möchte, eine kleine Bushcraft-Tour, ein bisschen kochen, ein Hobo fürs kleine gemütliche Feuertee habe ich auch mit dabei und die Hängematte mit ein bisschen Geheimzutat zum Chillen. Wenn du Lust drauf hast, dann bleib einfach dran. Tja, moin, mein Name ist Alvo. Ich bin gerade im Wald unterwegs, wie unschwer zu erkennen, und wir haben wieder Top-Wetter. Es ist die ganze Zeit am Regnen. Bisschen Sturmwarnung. Der Wind ist wieder ordentlich dabei. Samwise ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Haut mir schon die ganze Zeit Stöcker in die Beine, damit ich endlich weitergehe. Ja, ist sehr gut. Wie gesagt, ich habe heute den Hobo mitgenommen. Alles Weitere. Wir wollen uns noch einen kleinen Löffel und einen Pfannenwender schnitzen. Fürs Kochen später, denn ich habe auch ein bisschen... Hey! Ein bisschen aufwendigeres Kochen heute vor. Zumindest ein bisschen was, ja, was Leckeres machen. Später noch einen Tee trinken. Ein bisschen in der Hängematte wieder abhängen, die Natur genießen. Ich werde auf jeden Fall einige schöne Aufnahmen, vor allen Dingen bei Regen kann man ja meistens die Natur besonders genießen, einschieben können. Da freue ich mich drauf. Schönes Kissen für die Hängematte. Und ich selbst brauche noch was Wärmes zum Drunterziehen, deshalb habe ich mir den BW Kälteschutz mitgenommen. Den habe ich mir gerade neu gekauft, benutze ich immer wieder gerne, vor allen Dingen in Kombination mit dem Lodenanorak. Das ist eine super Sache. BW Kälteschutz, Größe 19 bei mir, die vorletzte Größe. Das ist genau die angenehme Größe für mich, vor allen Dingen was die Länge betrifft, denn oftmals habe ich ein riesiges Problem bei Kleidungsstücken mit der Länge. Bei den BW-Sachen ist das zum Glück nicht so. Und jetzt schön den Anorak wieder drüber ziehen. Das Schöne am BW-Kälteschutz ist natürlich auch nochmal, dass er so einen doppelt hohen Kragen hat. Ich muss heute ein paar Mal öfter aufs Display gucken, was ich sonst eigentlich versuche zu vermeiden, weil ständig hier vorne Tropfen drauf kommen und so weiter und so fort. Seht mir das bitte heute mal nach bei dem Sturm und Regen, der hier draußen herrscht. Aber sofort wird mir warm und entspannt kuschelig. Der BW-Kälteschutz ist genauso lang, ein bisschen kürzer als der Anorak. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ich den Anorak nicht hätte verlängern lassen, wäre es genauso lang oder sogar der Anorak ein bisschen kürzer, was mich hier draußen nicht stören würde, ja. Die sind jetzt beide so lang, die gehen sogar weit über meinen unteren Schritt hinaus. Perfekt, ja. Ich habe mir übrigens noch den BW Rolli bestellt. Das ist so ein bisschen, es wird eher als Plüschhemd bewertet. Von Leo Köhler wird das als Plüschhemd benannt. Das ist sozusagen ein bisschen das T-Shirt, das BW-klassische T-Shirt, auch so lang. Nur halt als komplett mit langen Ärmeln. Man nennt das im Englischen Long Sleeves, wegen Ärmel, Sleeve. Und oben noch einen kleinen Reißverschluss und insgesamt ein bisschen dicker. Das werde ich dann kombinieren natürlich mit dem T-Shirt, dem Kälteschutz und dann das drüber, zumindest bei so einem Wetter. Und ich finde, das ist ein richtig gutes modulares System, was die Bundeswehr da hat, für einen vernünftigen Preis. Also, ne, es gibt immer bessere Sachen. Wenn ich zum Beispiel die Auswahl hätte, was ich mir kaufen würde, dann würde ich zum Beispiel nur Merino, tollste Merino-Unterwäsche haben. Aber ich habe nicht unendlich Geld, auch wenn manche das mittlerweile denken, weil ich mir den Lodenanorak geleistet habe. Aber
das ist ein, das hier, ja, das ist ein, etwas, womit ich mich lange vorher beschäftigt habe. Das ist speziell für mich angepasst worden. Da habe ich lange drauf gespart auch tatsächlich. Deshalb ist das was Besonderes sozusagen für mich gewesen. Ja. Und das dann als modulares System, das heißt das BW-Shirt, den BW-Rolli, BW-Kälteschutz, alles so übereinander, jeweils ausziehbar und anziehbar, wenn man das möchte. Und oben drüber einen schönen Anorak, der schön lang geschnitten ist, ist für dieses Wetter mit am besten. Ich habe übrigens auch lange Unterhosen an, allerdings nicht die von der Bundeswehr, die habe ich auch noch zu Hause, sondern ganz normale Baumwollunterwäsche in Schwarz. Und darüber halt auch die BW-Hose. Also wenn es man genau sieht, ich benutze sehr viel BW-Sachen. Der Hund knapselt auf den Stock rum. Das soll er mal machen, ist er abgelenkt, dann geht er mir nicht auf die Nerven. Und ja, da hat man was Schönes, was Günstiges. Ne? Ich überlege dann demnächst auch mal, weil ich habe mir noch ein paar andere Sachen von der Bundeswehr, also ich habe schon andere Sachen von der Bundeswehr, ich habe mir aber auch noch andere Sachen von der Bundeswehr bestellt, ob ich die mal in so einem Video, so ein Übernachtungsvideo, so BW-Übernachtungsvideo oder keine Ahnung, wie ich das dann nenne, aber so eine Video, wo ich hauptsächlich mit der Bundeswehrausrüstung rausgehe, zum Beispiel das Aufblaskissen würde ich trotzdem mitnehmen, das ist halt nicht Bundeswehr, aber was soll's, ne? Aber zum Beispiel den Defense 6, den habe ich ja auch noch, ist ja auch Armeeware in dem Sinne, der höhere Defense 4 sozusagen, und da gucken wir mal. Das weiß ich aber noch nicht, wann ich das mache. Wenn ich halt mal wieder Zeit habe, neben Bushcraft-Touren, Videos schneiden, Ausrüstungsvideos, guckt auf meinen Gear-Kanal vorbei. Da kommen jede Woche ungefähr 2 Videos, manchmal auch noch ein drittes. Da findet ihr immer was, was ihr Bock habt, wenn ihr ein bisschen über Ausrüstung was hören wollt, wenn ich auch ein bisschen Ausrüstungstalk mache und so weiter und so fort. Das Tarp habe ich übrigens nicht perfekt aufgespannt, weil ich habe irgendwie wohl, wo auch immer das Ding hin ist, wahrscheinlich zu Hause in meinem Ausrüstungslager mal rausgefallen beim Neusortieren oder so, ein Paracord verloren. Keine Ahnung, jetzt musste ich die Stange hier einfach nur tief im Boden reinrammen, jetzt ist die nicht richtig abgespannt, deshalb schlackert es da oben, aber meine Güte, solange es da unter der Hängematte vernünftig ist, ist alles super. So, wenn die Kamera jetzt wie jetzt unterm Tarp steht, aber ich dafür draußen, dann ist das Bild ein bisschen besser, habe ich gesehen, weil ich ja dann natürlich hell bin. Da muss ich halt die Regentropfen abkönnen, damit ihr was besser sehen könnt. Ist kein Problem, kriegen wir hin. Und wenn es mir doch zu nass wird, dann müsst ihr halt wieder mit dem etwas dunkleren Bild unterm Tarp leben, ne? Übrigens, fantastisch an einer Känguru-Tasche wie dieser hier ist, dass du kleine Sachen drin aufbewahren kannst und die sind dann immer schön warm, ja? Also erstmal was zum Wärmen. Der schmeckt gut, den habe ich noch nie getrunken, aber reden wir später drüber. Natürlich habe ich keine Isomatte für die Hängematte mitgenommen, weil das wäre ja auch warm und gemütlich. Und ich bin ja ein ganzer Kerl und deshalb habe ich es nicht mitgenommen. Ah, natürlich habe ich es vergessen. Ich habe einfach nicht dran gedacht, weil ich so viel heute eingepackt habe, dass das irgendwie hinten übergefallen ist. Naja. Muss ich halt so mit klarkommen, ne? Dann ist halt ein bisschen kühler in der Hängematte, als es vielleicht so sonst wäre, ne? Da ist da nichts dran zu machen. Jetzt stapfen wir erstmal ein bisschen rum, suchen nach schönem Holz. Bist du Holz? Nee, bist du nicht, ne? Bist du Holz? Nee, irgendwie nicht. Aber du bist Holz. Wie kannst du es wagen? Kämpfe gegen mich. Au! Hund hat gewonnen. So, ich hatte euch ja schon erzählt, dass ihr zwischendurch mal mit ein bisschen dunklerem Bild leben müsst. Das ist einfach so unter so einem dicken Tarp. Vor allem bei so schlechtem Wetter. Ich entferne jetzt erstmal ein bisschen die nasse Rinde vom Holz und stapel mir das schön auf, damit ich das gleich gut im Hobo benutzen kann. Ich habe mich übrigens für ein anderes Holzstückchen Stock entschieden, den ich gerade noch gefunden habe. Weil der andere, der war mir dann einfach zu verästelt. Das hätte mega die Arbeit gemacht, den klein zu bekommen. Und der hier ist da deutlich, deutlich einfacher. Man muss natürlich jetzt nicht vom Holz perfekt alles abkriegen an Rinde. Es reicht, wenn das grob entrindet ist, damit es nicht mehr ganz so nass ist. So, kriegen wir den so durchgebrochen? Ah, kriegen wir. Fantastisch. Und sogar noch so
geknackt. Ja, wunderbar. Das ist die perfekte Größe für den Hobo, um damit was Schönes zu machen, ne? Wunderbar. Mit dabei ist natürlich auch wieder das Victorinox Ranger Wood. Und das finde ich super, vor allen Dingen natürlich wegen der Säge. Kann man schnell noch mal was kürzen, ohne jetzt rabiat werden zu müssen. So, das Holz ist vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich noch mal ein bisschen batoniert, um das Ganze noch ein bisschen portionsgerechter anzupassen an den Hobo. Und vor allen Dingen, weil man ja so auch an das trockene Holz im Kern rankommt. Das heißt, dass die Glut, die entsteht schneller. Also das Feuer entsteht schneller, das Ganze brennt besser, schneller. Also hat eigentlich nur Vorteile. Man kann natürlich aber auch darauf verzichten, wenn man einfach ein großes Feuer machen wollen würde. Könnte ich hier auch machen, weil ich habe hier gerade so einen perfekten Platz dafür. Aber ich mache es einfach im Hobo und da ist das Batonieren dann durchaus sinnvoll, manchmal natürlich. Leute, der Regen lässt ein bisschen nach, aber wenn es immer noch ordentlich aufs Tarp tropft, in 2 Stunden fängt auch schon wieder an, die Sonne unterzugehen. Die Zeit hier draußen vergeht irgendwie einfach wie im Flug. Du bleibst einfach irgendwo stehen oder setzt dich irgendwo hin und guckst auf die Bäume, auf die Vögel oder den kleinen Sambas zu und wieder ist eine halbe Stunde weg und dann gehst du ein paar Schritte und guckst hier hin und wieder ist eine halbe Stunde weg. Naja, schön. So, aber vom Träumen kriegt man keinen vollen Magen. Sambas ist nichts für dich zu essen. Das heißt, ich habe wieder Großkochkit mitgenommen. Und mir ist gerade schon aufgefallen, ich habe keinen Tomatenmark mitgenommen. Das ist ein Klassiker übrigens. Also für alle, die schon sehr lange dabei sind, ist das ein Klassiker, weil das vergesse ich relativ oft. Ich glaube, ich bin 3-mal daran gescheitert, Chili draußen zu machen, weil ich das Tomatenmark vergessen habe. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Was wollen wir heute machen? Wir machen uns heute einen deftigen Eintopf. Das heißt, als Zutaten haben wir natürlich mein Aluminium-Kochset, aber vor allen Dingen Zwiebeln, meine eigene Gewürzmischung, das sind unter anderem Petersilie, Meersalz, Pfeffer, Chiliflocken mit drin. Dann habe ich etwas Feta mit dabei, dicke rote Bohnen, etwas Mais, noch mehr Zwiebeln, etwas Öl im kleinen Fläschchen und einen schönen Hobokocher. Fürs Kochen nehme ich euch natürlich mal in die Nahansicht mit. Hier seht ihr natürlich noch mal alles in der Nahansicht, ne? Mais, Feta, Bohnen, 2 dicke Zwiebeln, etwas Öl und meine Gewürzmischung. Das ist ein Teebeutel für später. Wir machen uns nämlich auch noch einen schönen Tee. Aber eigentlich sollte das Ganze mit Tomatenmark natürlich aufgegossen werden. Das, geht wohl jetzt nicht mehr. Ich denke, wir kriegen trotzdem was Leckeres dabei raus. Hoffe ich zumindest. So, wie hat man den hier nochmal zusammengebaut? Dann glaube ich drauf oder so, ne? Nee. Das funktioniert so. Ah, das hier steckt man zusammen. Kommt das hier, damit das schön aufhängt, ne? Damit wir nicht die Glut direkt auf dem Boden haben und dem Boden auch nicht zu viel wehtun, sozusagen. Spiritusschälchen brauchen wir gerade nicht. Topfauflage brauchen wir noch nicht. Ah, machen wir darunter noch mal ein bisschen weg, damit wir sozusagen noch eine Kuhle haben, damit wir dem Boden extra nicht wehtun. Das ist dann noch mal praktischer, finde ich zumindest.
jetzt kann dem Boden nichts mehr passieren. Zumindest nichts Schlimmes. Wenn mal ein Blatt ein bisschen abbrennt, dann ist das jetzt nicht ein Weltuntergang. Wo haben wir denn den Feuerstahl? Natürlich am Messer mit dran. Ah, da ist das Feuer. Jawohl. Super. Dauert ein bisschen länger. Ist aber nicht schlimm. Tun wir gleich noch einen rein. Lassen den mit anbrennen. So. Und jetzt kommt das ganze Holz mit dazu. Ah, vielleicht nicht gleich die größten Stücke am Anfang. Das hier sieht doch schön aus. Jawohl. Super. Dann lassen wir das erstmal schön eine Kohle entstehen. Eine glühende Kohle natürlich. Da haben wir erstmal ein kleines Feuerchen, an dem wir uns vorher ein bisschen wärmen können. Bei dem Wetter gerade auch bitterlichst nötig. So, ein kleines Stöckchen will ich noch reintun. Haben wir noch was Kleines für die Seite? Ja, hier. Und dann lassen wir das erstmal ordentlich ein bisschen brennen. Ist doch schon ganz schön kalt, ne? Man sieht auf jeden Fall noch seinen Atem. Aber der Wind und der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Und das Feuer hilft schon ein bisschen. Ist trotzdem super gemütlich hier draußen. Weil man weiß, wie man damit umgeht, ne? Und vor allen Dingen, wenn man natürlich auch die richtigen Sachen, Klamotten anhat. Es gibt ja diesen alten Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Der ist nicht ganz falsch, ne? Ist zwar, so Klugscheißersprüche sind zwar immer ein bisschen nervig, aber er ist nicht ganz falsch. Aus dem kleinen Stock hier, der übrig geblieben ist, schnitzen wir uns jetzt was. Und zwar möchte ich so eine Art kleinen Pfannenwender haben, damit ich später im Topf so rumbruscheln kann damit und damit auch was essen kann. Und die Fläche hier vorne reicht für so einen Topf, um damit ein bisschen was hochzukriegen, solange es nicht zu flüssig ist. Und dann wird das sozusagen der Umrührer- und Esserstock. Dafür nehme ich mir einfach einen breiten Stock und mache vorne an einer Oberfläche die ganze Zeit nur flacher. Immer weiter abschleifen, immer weiter, bis du halt irgendwann so eine relativ gerade Fläche hast, so ein runterlaufendes, womit du dann ja, ein bisschen was hebeln kannst, ein bisschen was so essen kannst. Das funktioniert ganz gut und ist relativ einfach und geht schnell. Ja, das passt schon. Das kann man so machen. So. Schönes Feuer. Die Glut ist langsam runter. Jetzt kann man die ganz kleinen Stöcker noch reinlegen. Und dann machen wir hier langsam mal das Topfkreuz sozusagen drauf. Feuer. Lebe. Atme. Irgendwas. Eieiei. Das ist das Gegenteil von Atmen. Das ist Rauchen. Rauchen ist nicht gut. So, dann gucken wir doch mal, dass wir das alles vernünftig hier hinkriegen. Das wird schon gleich wieder Feuer fangen. Machen Öl rein und schneiden uns eine Zwiebel rein. Na Hund, hast du Lust auf rohe Zwiebel? Das Feuer, das zieht. So, die Zwiebeln sind angebraten. Das heißt, jetzt wollen wir erstmal die Bohnen mit dazu geben. Ich würde sagen, wir geben die einfach im Saft dazu. Dann haben wir so eine Art Soßenbasis. Und versuchen irgendwie die fehlende Tomatensoße auszugleichen. Reinpacken tun wir auch noch gleich ein bisschen Gewürze schon mal. Mais riecht immer irgendwie lecker. Ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel Mais. Das sollte eigentlich dick gelangen. Und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einkochen. Ein bisschen auch die Flüssigkeit reduzieren. Und fügen dann später noch den Käse zu. Und hoffen dann, dass das Ganze auch ohne Tomatenmark schmeckt.
Oh, es wart Licht. Der ganze Eintopf kocht jetzt ein bisschen ein. Ich hoffe gleich, dass er super schmeckt. Ich wollte noch mal über was mit euch schnacken. Und zwar habe ich ja jetzt gerade das Video zur ersten Radtour veröffentlicht. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ja? Also den meisten von euch scheint zu gefallen. Die einen oder anderen merken dieses oder jenes an. Ich kann mich da noch deutlich verbessern natürlich, worauf ich mehr achten soll. Beim Schnitt mehr oder weniger Landschaft zeigen. Das ist immer die ewige Frage, mehr reden oder mehr Landschaft zeigen. Muss ich mal gucken. Ich werde da auf jeden Fall weitermachen. Und es ist einfach eine schöne Sache, dass euch das so gut gefällt, dass ich dann auch mal richtige Fahrradtouren auch filmen kann und reinstellen kann und dann sind wir alle glücklich. Dieses Jahr steht wieder viel an. Wir haben ist mir mitgeteilt worden, 12 Mittelalter-Herlagertermine. Ich weiß gar nicht, ob ich davon alle schaffe. Das werden wir erst mal sehen. Dann ist wieder eine große Reise geplant, mit oder ohne Wohnmobil. Mal schauen, in Süden vielleicht nochmal auf dem Westweg. Schauen wir mal, in Harz wollte ich nochmal dieses Jahr und so weiter und so fort. Da steht wieder massig viel an, aber natürlich auch massig viele Videos. Und dieses Jahr bin ich mir ganz, ganz sicher, schaffe ich es, den Sommer über Videos zu bringen, ohne dass es eine größere Pause gibt. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, jetzt geht's mal langsam ans Probieren. Ist alles fair. Ich zeige euch erstmal, wie es aussieht. Guck mal da, schön ein bisschen Eintopf. Sieht aus wie Kotze. Seien wir mal ehrlich, ja? Wie Kotze sieht das aus? Aber das soll uns nicht weiter abhalten. Probieren wir mal. Leute, das ist lecker. Das Hammer ist, das ist lecker. Und ein bisschen scharf kommt sogar auch durch. Ey, super. Ich habe das Schlimmste habe ich erwartet, ehrlich gesagt. Aber das ist absolut lecker. Selbst ohne Tomatenmark. Super lecker geworden. Top. Mit einer kleinen scharfen Note. Die Bohnen sind lecker. Man schmeckt den Käse durch, aber nicht zu doll. Top. Kann ich nur empfehlen. Die Vögel sind langsam wieder am Zwitschern, ey. Geil. Freut mich richtig, dass wir wieder ein bisschen Frühling bekommen. Was darf jetzt auf keinen Fall fehlen? Natürlich ein bisschen Tee. Der Becher steht schon drauf. Prost schon mal vorher. Mein Freund, die schönste Zeit geht auch mal zu Ende. Die Sonne neigt sich ebenfalls dem Boden zu. Es wird immer dunkler. Ich muss langsam nach Hause. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Alle Infos, die du irgendwie haben willst, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schreib einfach was in die Kommentare. Entweder ich oder einer der anderen beantwortet es dir. Und ansonsten auf den kleinen Button hier kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.